Radio Deutschland 1, das Talkradio für Deutschland. Ruf an und sag uns deine Meinung. Radio Deutschland 1, wir sprechen Klartext. Aber es wird, wie jetzt gerade dieser Tag in Solingen zu sehen, beim Bürgerdialog der AfD dann auch handgreiflich. Wir schauen mal ganz kurz rein, wie sich sowas entwickelt. Haben Sie also Aktivisten reingeschlichen in diese Veranstaltung, die sozusagen so tun, als wären Sie an dieser Wahlkampfveranstaltung der AfD interessiert? Und dann kommt es zu diesen Szenen hier. Schau mal hin. Kennen Sie diese Szenen? Nee, diese Bilder waren mir nicht bekannt. So. Der Versuch, eine Vorlesung zu halten von Bernd Lucke an der Universität hier in Hamburg. Dabei passierte Folgendes. So, Bernd Lucke versucht sozusagen zurückzugehen in den akademischen Betrieb, weil eine Wahl verloren gegangen ist und versucht eine Vorlesung. Und da sehen wir das hier. Diese Szene zum Beispiel, oder wir sehen es gleich noch einmal deutlich auch an einem anderen Punkt, wenn es um den Computer geht. Ich meine, da werden Leute handgreiflich, Herr Korte. Ja, ja. Es geht nicht. Es geht gar nicht. Es muss auch von der Universitätsleitung her oder von der Fakultät her geschützt werden. Die Universität ist, wenn es darum geht, Erkenntnisse zu mehren, Wahrheit zu suchen, ein diskursiver Schutzraum. Mhm. Das ist praktisch. Ich meine, ist das die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, dass wir wirklich ernsthaft handgreiflich werden? Erleben Sie sowas auch in Ihren Vorlesungen? Nein, bisher nicht, aber kann Sie ja tun, kommen. Sie tun heute Abend alles, damit es dazu kommt. Nein, das ist klar, die Gesellschaft ist polarisierter, deswegen erinnert das ein bisschen auch an Weimarer Verhältnisse, in dem diese aggressiven Übergriffe alltäglich werden und sich diese Mechanismen, was man darf und nicht darf, verschieben. Die